Ja, herzlich willkommen, werte Zuschauer von CTV. Ich habe heute wirklich einen großartigen Gast bei mir, Maximilian, der Max von Garnier. Wir kennen ihn alle als Spieler, aber jetzt ist er momentan unterwegs für die NFL in Sachen Flag Football. Und ich sage mal Hallo, Max. Hallo Andy, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich musste ja noch ein bisschen warten, bis es gepasst hat, weil ich ja, wie du schon selber gesagt hast, im Flag-Programm viel unterwegs war. Aber jetzt habe ich endlich mal wieder ein paar Tage zu Hause und dann haben wir die Chance natürlich gleich genutzt, damit wir uns hier zusammensetzen können. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, bleiben wir beim Flag Football. Für mich ist es ein gutes Tool, nennen wir es mal so, um American Football ein bisschen in die Breite zu bringen und auch zu den Kindern, zu den Jugendlichen oder auch zu Quereinsteigern. Aber was ist so die Mission, die du derzeit erfüllst? Also, ich bin, also, man muss ein bisschen weiter ausholen vielleicht, ne? Also die NFL Deutschland beauftragt Sport 5 als Sportvermarkter, das NFL-Flag-Programm in Deutschland umzusetzen. Ich bin fest bei Sport 5 angestellt, genau um dort die sportliche Leitung dafür zu inne zu haben. Das heißt, meine Aufgabe innerhalb dieses Programms ist im Prinzip die Ausbildung der Lehrkräfte. Also jeder Lehrer, der in den sechs Regionen, in denen wir aktuell das Flag-Programm umsetzen, Interesse hat, an diesem Programm teilzunehmen, kann sich über unsere Webseite nflflag.de registrieren. Dann wird er zu den Workshops eingeladen und bei den Workshops mache ich dann einen halben Tag Theorie und einen halben Tag Praxis mit den Lehrkräften. Und dann gehen wir alles durch und ich erkläre natürlich nicht nur das Spiel an sich und die Regeln und alles, was dazu gehört, sondern auch die Grundtechniken, taucht da auch zum Teil schon ein bisschen tiefer ein und überfordere sie auch ein bisschen. In der Theorie mache ich das ganz gern. Und dann am nächsten Tag machen wir dann aber Praxis und da werden wir dann wiederholen wir dann alles, was wir in der Theorie gemacht haben. Und dann macht es Klick bei den Lehrkräften und dann sind sie auch schon total euphorisiert und voller Energie und sagen, oh super. Und dann spielen wir natürlich auch selbst 5 gegen 5 Flag Football. Das macht natürlich auch immer sehr viel Spaß. Ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, nach so 5, 6 Stunden direkt dann auch gleich loszulegen. Du weißt es, du hast selbst gespielt, bis man so die Grundtechniken beherrscht und das Spiel einigermaßen verstanden hat. Wenn man jetzt Lehrkräfte noch nie Kontakt zu Flag Football gehabt hat, aber es sind alle Sportlehrer, die nehmen das schnell auf und machen das super. Und dann spielen wir und dann sind die also so, ja, voller Energie, dass sie sagen, ich kann gar nicht abwarten, das mit meinen Kids in der Schule zu machen. Und das ist auch genau das, was ich versuche mit dieser Energie und mit diesem positiven Herangehen und diesem auch, es ist was Neues und es ist eine tolle Geschichte für Jungs und Mädchen, also auch gemischt kann man das spielen. Alle fangen irgendwie auf dem gleichen Niveau an und das ist halt einfach eine tolle Sache, die besonders den Kindern nach den wirklich schwierigen Jahren und aktuell auch schwierigen Zeiten im Sportunterricht einfach so einen komplett neuen Impuls gibt. Ich merke das immer wieder, wenn wir auch unsere regionalen Turniere spielen, wie viel Spaß die Kinder haben an diesem Sport. Also selbst wenn sie gerade nicht auf dem Platz stehen und spielen, schnappen sie sich in Football, werfen hin und her, tanzen sich gegenseitig aus und haben einfach so viel Energie. Also da blüht mein Herz auf, wenn ich dann die Kinder sehe, die dann mit Flag Football durch uns in Berührung gekommen sind. Das klingt ja unheimlich schön und jetzt wäre es natürlich klasse, wenn wir ein bisschen professioneller aufgestellt wären. Da könnten wir ein paar Bilder einspielen. Vielleicht einmal in einem Jahr, wenn wir unser Equipment dann aufgefettet haben und wir auch Ja. vielleicht in Deutschland mal unterwegs sind, dann können wir da auch die Bilder liefern oder vielleicht kriegen wir auch welche von euch. Aber was ich jetzt noch wissen möchte, ist denn Flag Football sozusagen im Auftrag der NFL und Sport 5 in dem Fall, das ist schon eine gute Plattform, um auch den American Football dann an in weiterer Folge an die, die jetzt Flag Football spielen, zu vermitteln und die dann auch dafür zu begeistern und jetzt nicht nur spielerisch, sondern auch als Zuschauer, ist das eine Möglichkeit, dass man da wirklich in die Breite geht? Absolut. Also es ist ein ganz toller Einstieg, den Sport kennenzulernen. Wir wissen ja alle, dass der Tackle Football, der American Football, ja doch nicht wirklich sehr selbsterklärend ist. Das heißt, selbst wenn ich die jetzt im Fernsehen sehe und interessiere mich dafür, finde das super, brauche ich trotzdem immer jemanden, der es mir erklärt. Ja? Und beim Flag Football ist es zwar ähnlich, aber die Hürde ist viel niedriger. Es ist viel leichter zu lernen, weil natürlich auch ganz reduzierte Regeln, komplett die kontaktlose Variante ist für Kinder halt sehr toll, aber halt auch für Erwachsene, weil
Ich hatte vorhin auch ein Gespräch zum Flag Football und da fragte mich jemand, naja, aber ich bin jetzt 30, ist der Zug jetzt für mich abgefahren? So, absolut nicht, ganz und gar nicht. Ne? Du kannst im Flag Football, kannst du auch in höherem Alter nochmal mit dem Sport anfangen und was machen. Das ist beim Tackle Football dann schon ein bisschen was anderes. Das wissen wir alle, dass es das natürlich schon eine große Herausforderung ist. Aber es ist, wie gesagt, für alle Altersklassen eine tolle Sache und es sprießt ja auch wirklich aus allen Ecken kommen Football-Abteilungen, Vereine, Teams, die sich aufstellen. 5 gegen 5 Flag Football. Das ist ja die Variante, die wir auch im Flag-Programm machen und die international auch im NFL-Flag-Programm stattfindet, ist kurz davor, olympisch zu werden. Also ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Geburtsstunde von einem Sport, der in einigen Jahren auch aus dem Sportunterricht nicht mehr wegzudenken ist. Viele Lehrkräfte kommen zu uns, weil sie das selbst wollen, aber einige kommen auch, weil die Kids sagen, wir wollen das. Ja, und kommt dann halt unser lieber netter Lehrer Martin aus Düsseldorf und sagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Meine Kids haben gesagt, ich soll hierher. Und dann ist er da und dann machen wir den Workshop und dann geht er raus. Also Max, ich habe Football nie verstanden, aber ein Workshop mit dir und ich bin absoluter Fan. Ich kann gar nicht warten, bis ich das meinen Kids zeigen kann. Also das ist genau das, was wir wollen. Genau diese gesamte ja, Bereitschaft auch, sich auf den Sport einzulassen, aber eben auch mit einer Einstiegshürde, mit einer leichten Einstiegshürde über diesen Sport, über diese eigene Bewegung, weil in dem Moment, wo man das dann gespielt hat, erklärt sich auch der American Football viel leichter, weil die Grundregeln sind die gleichen. Es ist weiterhin ein Endzonenspiel. Man hat weiterhin einzelne Spielzüge, um Raumgewinn zu erzielen. Genau das Gleiche, aber eben auf einem sehr vereinfachten Niveau. Insofern ist es ein ganz toller Einstieg und es ist einfach auch eine tolle Ergänzung zu dem, was sowieso schon im Football passiert. Ob es jetzt die regionalen europäischen Ligen sind, ob es die NFL ist, die im Fernsehen läuft, ob es jetzt, also diese gesamte Präsenz wird dadurch einfach, es ist ein wichtiges Puzzlestück, ein wichtiges elementares Teil, was da noch mit reinkommt und einfach dieses Gesamtbild ausmacht. Und es ist natürlich auch von der NFL eine grandiose Investition in das Jugendprogramm, auch in das Schulsystem. Die Lehrkräfte, die bei uns teilnehmen, die werden ja kostenlos ausgebildet. Sie kriegen Lehrpläne, sie kriegen Rulebooks, sie kriegen Trainingseinheiten, sie kriegen Playbooks, sie kriegen Equipment, also Bälle, Flaggen, Hütchen, Leibchen, alles, Taktikboard, alles, was man braucht, um Flag Football unterrichten und auch spielen zu können, kriegen sie alles an die Hand for free, ohne dass sie irgendeine Verpflichtung eingehen müssen, sondern sie müssen einfach nur bereit sein, sich diesem Sport anzunehmen und da mitzumachen und sagen, ich bin so froh, dass ich hier war. Ich wusste nicht, was mich jetzt hier erwartet, aber na, also ich gebe immer nur so ein paar Testimonials wieder, die dann zu mir zurückgespielt werden. Also ich mache schon viele, habe schon viele Workshops gemacht, aber so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Das sind so Aussagen, die dann immer wieder kommen und die mich natürlich dann auch als ausbildende Kraft natürlich unglaublich stolz machen. Freut mich so sehr, weil wenn wir die Lehrkräfte erreichen, dann werden die das auch genauso transportieren in die Jugend und die Jugend nähert sich dem Sport, nähert sich dem Flag Football, spielt ihn selbst, hat die Möglichkeit, auch aus diesem Schulprogramm in Vereine zu gehen, also auch aktiv in einem Verein zu spielen, beim Flag Football zu bleiben, vielleicht auch irgendwann dann den Sprung zum Tackle Football zu gehen. Also alle Wege sind da offen, ja. Und da, wie gesagt, das bieten wir praktisch die Basis, die nichts irgendwie ersetzen soll, sondern die im Prinzip einfach noch dazu kommt und helfen soll, gerade den Lehrkräften, die sich oft nicht mal von ihrem Budget, was zur Verfügung steht, 3, 4 Bälle kaufen können, einfach sie zu unterstützen, zu sagen, hier, wir geben euch alle Tools an die Hand und ihr könnt Flag Football mit euren Kindern umsetzen. Und es scheint mir auch sehr einfach zu sein für die Lehrkräfte. Online anmelden, anrufen und registrieren und ich bin dabei, ne? Ja, genau. Also wir haben im ersten Jahr, letztes Jahr haben wir, also ich habe in 2019 schon mal mit 10 Schulen in Hamburg angefangen. Dann kam diese Pandemie, da mussten wir alles bis in die Schublade schicken. Jetzt sind wir mit 22 wieder am Start mit 5 Regionen. Also wir haben das mal eben verfünffacht, das Programm aus 2019, sind in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt und München unterwegs.
und haben jetzt in 2023 noch die Region Stuttgart dazugenommen und haben in jeder Region schon zwischen 40 und 60 Lehrkräften ausgebildet, machen das immer mindestens einmal im Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr die Workshops, wenn wir eine große Nachfrage haben. Und es gibt in jeder Region, in der wir aktiv sind, gibt es auch regionale Turniere. Das heißt, wir, ne, haben die Möglichkeit dann, oder die Lehrkräfte haben die Möglichkeit dann, in dem Rahmen von 2 bis 3 Monaten mit ihren Kids in der Schule Flag Football zu trainieren. Wir haben auch regionale Koordinatoren, die wir dann punktuell in die Schulen schicken, die dann auch noch ein bisschen die Lehrkräfte unterstützen, falls jetzt nicht alles vom Workshop hängen geblieben ist, damit sie noch ein bisschen so Unterstützung bekommen. Auch das kommt super an. Das ist alles mit wirklich Football-Profis aus den Regionen, weil ich kann mich ja auch nicht 6 Teilen und überall sein. Aber die Workshops mache ich alle und die regionalen Turniere machen wir alle von Sport 5 aus. Aber das sind unfassbare Events. Wir waren dieses Jahr in Düsseldorf in der Merkur-Spielarena, haben da unser Turnier gespielt. Die Finalspiele in Hamburg waren im Volksparkstadion. Wir haben in einem Brentanobad in Frankfurt hatten wir die NFLPA da. Da waren 7 aktive Spieler der NFL dabei. Ja, Michael Gallup von den Dallas Cowboys, Clyde Edwards-Helaire von den Kansas City Chiefs, die waren alle da und haben mit den Kids zusammen Flag Football gespielt. Das war großartig, ja. Und das ist halt das Tolle an dieses Schöne an diesem Programm, dass wir diese Events auch noch haben und dann als Krönung diese 6 regionalen Meister, die wir dann ausspielen, der 5. und 6. Klasse, die kommen dann im November, wenn die Deutschlandspiele, die NFL-Spiele in Deutschland sind, kommen die nochmal zusammen. Und dann wird da nochmal ein deutscher Schulmeister ausgespielt. Und der wird von der NFL dann eingeladen nach Amerika. Und im Rahmen des Pro Bowls darf der dann an dem internationalen Turnier gegen Japan, China, Mexiko, Kanada, UK, Ghana, Australien antreten. Und das ist natürlich auch nochmal. Und als Team Germany. Ja, eine Schulklasse, die als Team Germany dann bei so einem internationalen Turnier dabei ist. Also rundum Wahnsinnsprogramm, macht unglaublich viel Spaß und jeder, der daran teilnimmt, sieht die Vorteile, die sich eben auf dieser sportlichen Ebene tun. Und das ist einfach eine tolle Unterstützung und eine Wahnsinnsinvestition. Du hast vorher ganz kurz die Pro Bowl erwähnt und das war ja heuer auch etwas, was viele ja nicht mehr wissen oder auch gar nicht mitgekriegt haben, weil sie es nicht geschaut haben, dass die Pro Bowl ja heuer ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Nicht Genau. hundertprozentig, aber dort ist Spaß und Spiel und Fun und auch Flag Football gewesen, abgesehen von den Challenges, die da waren. Genau. Was hat denn die NFL deines Wissens nach denn dazu gebracht, auch da jetzt das Programm einmal umzustellen bei der Pro Bowl und zu sagen, wir machen das jetzt so? Also der Pro Bowl, also ich sag mal so, es gibt viele Sportarten, in denen so All-Star-Spiele total Sinn machen. Ich denke da an Basketball, ne? Also, oder auch ein Showspiel, auch im Fußball macht absolut Sinn, ist toll, schön mit anzusehen, ist lustig, ist eine tolle Sache. Im Football ist das nicht möglich, weil Football ist eigentlich, ist ein Kollisionssport und du kannst ja diesen Faktor Kollision nicht einschränken. Also ist einfach Teil des Spiels, es gehört einfach dazu. Aber in dem Moment, wo das halt passiert, besteht halt immer ein Risiko, das wissen wir alle. Und dann wirkt es nicht authentisch, wenn sie dann halt irgendwie ja so Alibi-mäßig und um sich nicht zu verletzen, bestimmte Dinge umsetzen. Und das ist ja schon eine Kritik, die steht schon seit vielen Jahren im Raum. Und gerade durch diese Entwicklung und diesen unglaublichen Hype von Flag Football, und Roger Goodell hat es ja auch gesagt, Flag Football ist einer der, wenn nicht sogar der am schnellsten wachsenden Sportarten auf der Welt, weil sie einfach unfassbar viele Neuanmeldungen auf der ganzen Welt haben, die Flag Football spielen, weil es einfach die gleiche Faszination hat wie American Football, aber eben viel, viel leichter umzusetzen und durchzuführen ist als jetzt American Football oder Tackle Football. Ja, und man muss einfach auch dazu sagen, dass der beim Pro Bowl die Spieler sich gefreut haben, dass sie nominiert worden sind für den Pro Bowl, aber sich jetzt auf das Spiel nicht wirklich gefreut haben. Dieses Jahr war es wirklich was anderes. Wir waren ja vor Ort, wir haben gesehen, mit wie viel Spaß die absoluten Superstars da am Start gewesen sind. Die kommen ja alle irgendwie mehr oder weniger auch aus dem Flag Football. Die haben ja früher selbst mit Flag Football angefangen oder auch parallel Flag Football gespielt. Und du siehst, wie sie da wirklich alle aufgeblüht sind. Und die haben 7 gegen 7 gespielt. Das ist noch ein bisschen eine andere Variante. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, was wir auch machen. Es ist Laufen, Werfen, Fangen, Springen, alles, was dazugehört. Einige Spielern musste man noch sagen, hey,
kontaktlose Variante. Ne? Aber auch das führte dann zum Schmunzeln. Ich fand, es war ein sehr gelungenes Event, muss man wirklich sagen, weil auch die Stimmung im Stadion war super. Es macht viel mehr Sinn, sowas zu sehen und das weiter auszubauen über die Jahre, als jetzt ein Footballspiel sich anzugucken, wo irgendwie gefühlt ein wichtiges Element einfach nicht stattfindet. Dann lieber so, das war toll. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei der NFL. Die haben ja meiner Meinung nach auch jetzt, ich sage es mal ein bisschen genant, als Österreicher plötzlich Deutschland und Europa entdeckt. Ja, man, vor ein paar Jahren hat es diese NFL eh gegeben, ist auch eine schöne Sache gewesen, allerdings jetzt vorbei, schon längere Zeit. Und jetzt plötzlich war voriges Jahr in München diese Brady-Geschichte mit den Buccaneers. Ja. War ja jetzt die Patriots Karten fast nicht zu kriegen, wenn überhaupt noch welche. Das heißt, die NFL hat jetzt in Germany eigentlich eingeschlagen. Und in England die Spiele, also ich habe da gerade Wembley-Stadion, ich war ja da auch Schon schon, gesehen, ja, schon gesehen. habe da die Colts gesehen gegen die Jaguars vor ein paar Jahren mit meinem Sohn gemeinsam. Man ist halt immer nach London geflogen oder von mir aus auch, ich sage nach Twickenham, ein Stück außerhalb von London, da war ich auch. Jetzt plötzlich interessiert keinen aus Zentraleuropa mehr die Spiele in England, weil ich kriege jetzt noch Karten für ein Spiel im November, aber in Deutschland kriege ich es nicht. Was ist deiner Meinung nach wirklich dieser absolute Magnetfaktor, den die NFL, Deutschland 88 Millionen Menschen, das ist ein Irrer Markt, aber warum ist die NFL jetzt plötzlich da und sagt, wir machen mit RTL, wir machen Flag Football, wir machen jetzt die Brady-Geschichte voriges Jahr, wir machen heuer die Patriots-Sache. Wir haben Patriots Botschafter bei der Elf. Warum ist es jetzt plötzlich, dass Deutschland dieser Markt ist und man sagt, da gehen wir jetzt rein? Also ich glaube, der Markt Deutschland, den gibt es schon sehr lang. Man muss sich auch mal überlegen, wie viele aktive Footballspielerinnen und Spieler es überhaupt gibt in Deutschland. Das sind ja, glaube ich, mein letzter Stand war, dass es über 70.000 sind. Das ist ja im Prinzip mehr als gesamt Rest von Europa kombiniert. Also es ist ein riesengroßer Markt mit unglaublich vielen Aktiven, die ja alle auch ihren Freundeskreis und Bekanntenkreis haben, die alle irgendwie Assoziationen zum Football haben. Hinzu kommt, dass natürlich über die letzten 8 Jahre durch die Berichterstattung von ne, ProSieben und Sat.1 auch im Free TV auch unglaublich viel dafür getan worden ist, dass die Community weiter wächst und größer wird und eine riesige Fanbase aufgebaut worden ist. Ich glaube, das hat nochmal einen ganz großen Teil dazu beigetragen, plus die Aktiven, die es aus dem Verband gibt, plus die Football-Fans, die gar nicht selbst aktiv sind, sondern einfach diesen Sport und die NFL lieben, sodass das Volumen oder das, ne, nennen wir es mal Potenzial, schon viele Jahre da ist. Und man kann sich natürlich fragen, okay, ja, warum ist die NFL dann erst irgendwie nach England gegangen und dann erst nach Deutschland? Ich glaube, das hat sehr viel mit der sprachlichen Barriere zu tun. Wenn man den Schritt geht, ist es immer die Frage, auch für amerikanische Unternehmen, ist es erst irgendwie UK oder ist es erst Deutschland? Aber so die beiden musst du halt irgendwie haben und die Dachregion natürlich im erweiterten Atemzug dazu nehmen, damit du einfach eine Präsenz hast und dann alles wächst da draus. Alle umliegenden Länder werden davon auch profitieren und dann wird es auch da noch weitergehen. Aber bei den beiden Märkten musst du dich etablieren. Aber ich glaube, dass auch durch die Spiele in London schon sehr, sehr viele Deutsche auch nach London, ich habe es selber auch ein paar Mal gemacht, bin auch dieses Jahr wieder ein Spiel in London. Also insofern sind sehr, sehr viele Deutsche sowieso schon zu den NFL, weil einfach dieses Interesse so groß und es ist ja praktisch vor der Haustür. Jetzt ist es im Wohnzimmer. Ja, und natürlich sagen alle, boah, und alle, die letztes Jahr in München dabei waren und wir hatten die große Ehre, wir durften sogar unten mit ans Feld und haben dann auch die Kids positioniert, als die Teams eingelaufen sind. Und dann läuft dann schon so ein Tom Brady an dir vorbei. Das ist schon für jemanden, der selbst nach 35 Jahren in dem Sport ein absolutes Highlight gewesen. Ja, also diese Nähe zu spüren und dann diese Energie in dem Stadion zu spüren, das war was ganz Besonderes. Und das war jetzt kein Heimspiel der Buccaneers oder irgendwie auf einer Grund der großen Fanbase der Seahawks irgendwie eine Seahawks-Mannschaft. Es war alles da. Es war jedes einzelne NFL-Team war in diesem Stadion vertreten. Und es war einfach eine unfassbare, tolle Stimmung. Und hat der NFL einfach auch gezeigt, okay,
Wir haben ins Wespennest gestochen. Also es ist genau da ist, ne, ist der größte Zuspruch, die größte Nachfrage. Und man muss auch wirklich sagen, alles richtig gemacht. Also die Resonanz zeigt es. Es geht ja nicht nur um den Kartenverkauf, es geht ja um den allgemeinen Hype auch um die Spiele herum. Also jeder, der letztes Jahr in München, in der Woche in München war, in der Game Week in München war, hat mitgekriegt, was da los war. Also selbst wir sind da auch durch die Stadt gefahren und der Taxifahrer so, was ist denn hier los? Sagt er zu uns. So, ja, es ist halt die NFL, die da ist. Ne? Also die sind alle, ja, unfassbar viele Menschen einfach auch hingekommen, obwohl sie gar nicht im Stadion waren. Also das war schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Ereignis, wo ich sehr dankbar bin, dass ich da dabei sein durfte. Und auch in diesem Jahr die beiden Spiele in Frankfurt, die werden gigantisch. Also ich glaube, dass das Spiel Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins ist so vom Gefühl her die beste Ansetzung, die es in der internationalen Serie bislang gegeben hat. Ne? Meine, also wer hat schon die Chance, den Super Bowl Champion, wie gesagt, im eigenen Wohnzimmer zu sehen und dann auch noch gegen die Miami Dolphins? Also auch in Tradition, mit denen bin ich groß geworden damals, ja, mit den Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Miami Dolphins. Das waren so die Teams, die ne? Das eine rot, das andere blau, das dritte grün. Ne? Und die Raiders noch als schwarzes Team dazu. Das waren so die ersten Kontakte zu den ersten Teams, die dann auch irgendwie so sehr präsent waren, auch auf dem europäischen Markt. Also es ist Wahnsinn, die dann zu sehen. Also da freue ich mich persönlich auch extrem drauf. Also was ich jetzt noch da ein bisschen dazu beitragen kann, wie wir voriges Jahr, natürlich haben wir alle, die wir da sind, wir sind eine größere Gruppe, die Football interessierte Fans, ehemalige Spieler, Spielereltern, also alle möglichen. Keiner hat eine Karte gekriegt, aber viele sind nach München gefahren und gesagt, ich fahre einfach dorthin und gib mir das, was dort ist. Und die sind zurückgekommen und gesagt, bitte, da war am Prinzregentenplatz riesige Helme aufgestellt. Ja, das ist super. Die Fußgängerzone war zu und alles war mit NFL und das war so geil. Das war Und super, ja. selbst wenn es also dann, weiß nicht, wie es heuer sein wird, in Frankfurt natürlich hab zwar jetzt noch kein Ticket und ich habe noch keins gekriegt, aber vielleicht fahre ich einfach so hin und schaue mir das an, weil in Frankfurt wird es ja auch nicht viel anders sein als in München. Und das heißt, dieser Magnet NFL, der wirkt halt gerade, nennen wir es jetzt mal so im Zentrum vom deutschsprachigen Raum und dann natürlich auch, du hast ja dann Holland und Frankreich noch dazu und unten im Süden halt dann Österreich und von mir aus auch die Schweiz. Die Schweiz hat ja auch eine Patenschaft für die Patriots übernommen, soweit ich das weiß, weil die Patriots auch irgendwelche Partner gesucht haben in Österreich und in der Schweiz. Also das hat schon, wie soll ich sagen, man merkt diese Aufbruchsstimmung, ja, überall, wo du hinkommst. Letztens bei einem Spiel der Vikings in der ELF war ein Patriots-Maskottchen da, dieses große Den kenne ich sogar, der ist bei Bad, unseren hat er Turnieren auch da. oft, genau, ja, der ist Und super. der hat Autogrammkarten verteilt und Kinder und auch die Erwachsenen, ah, was macht der da und toll und da ist NFL und so. Also es ist jetzt sozusagen bei uns auch schon im Anrollen und Schön. diese Schanze, nennen wir es mal jetzt, in Richtung, dass es da noch mehr gemacht wird, ist Ja. klar. Aber es gibt jetzt ein Gerücht und auf das möchte ich noch zu sprechen kommen. Es hat ein Gerücht gegeben, dass also eine ganze Division, also nicht die ganze Division, sondern also die Konferenz angeblich in Deutschland gespielt werden soll. Also irgendeine dieser Konferenz ist da noch was dran? Also ganz persönlich würde ich es mir wünschen, dass es wäre dann eine Division tatsächlich. Das Division, ist eine, Entschuldigung, ja. ja genau, es wäre dann also eine europäische Division. Das wäre ein absoluter Traum. Ne? Und Roger Goodell ist ja sehr international aufgestellt und fördert das ja auch sehr. Und er war auch, wir haben auch im Rahmen der Spiele oder des Spiels im letzten Jahr mit den beiden Teams so Community Days organisiert mit so 120 Kids, einmal für die Buccaneers, einmal für die Seahawks und haben mit denen so ein Football-Schrägstrich-Flag-Football-Camp gemacht. Und das haben wir auf dem Gelände, wir waren auf dem Bayern Campus zum einen, da wo dann im Stadion, wo die Damen auch von FC Bayern München die Jugend spielt, da haben die Profis trainiert und wir waren außerhalb. Und dann sind nach dem Training dann Spieler von den Buccaneers rübergekommen und haben dann da mit den Kids dieses Turnier gemacht, Ja, dieses cool. Camp gemacht. Ja, cool. Und Roger Goodell war auch da. Und der hat sich eine Stunde Zeit genommen in seinem wirklich sehr engen Schedule,
hat mit den Kids Bälle geworfen, High-Fives, Autogramme gegeben. Ich glaube, den Kindern war gar nicht bewusst, wer da jetzt steht, also wer das ist, ja. Und Roger Goodell, ich meine, das ist ja, also in der NFL, das ist der wichtigste Mann. So, ne? Und der Kaiser, ne? Also insofern ist er absoluter Ikone, und der hat sich wirklich die Zeit genommen, und das zeigt halt auch, dass er gerade, was dieses Flag Football angeht, aber eben auch dieses internationale Thema, dass er sich dem absolut annimmt, das toll findet, wie viele Kinder, mit wie viel Spaß. Das ist ja auch für ihn wichtig zu sehen, dass es funktioniert, dass es angenommen wird. Und ich glaube, in irgendeiner Schublade wird sicherlich das Konzept liegen, in der eine europäische Division mit einem Team in UK, einem Team oder zwei Teams, vielleicht sogar in Deutschland und einem vierten Team in Österreich, wo auch immer sein könnte, was ja auch absolut Sinn macht. Das sind die Hochburgen, es funktioniert wunderbar. Und das, was UK ja schon auch seit Jahren macht, fast schon jahrzehntelang macht, hat ja Hand und Fuß. Es ist ja wirklich gut, was die machen. Und die machen ja auch eine riesen Experience daraus. Aber ich glaube, um dahin zu kommen, bedarf es dann doch einer sehr starken Reform. Also ist die NFL, so wie sie momentan aufgestellt ist und wie sie auch ihren Spielplan zusammenstellt, das darf man ja auch nicht vergessen. Der Spielplan wird ja nicht nur innerhalb dieser Division, sondern auch noch innerhalb der Conference und innerhalb der nächsten Conference und dann über Kreuz mit den ganzen, jedes Jahr eine andere Division. Das ist natürlich dann, wenn du eine europäische Division hast, ist das schon schwer. Und von der Koordination her stelle ich mir das auch als eine Riesenherausforderung. Ja, Es ist eine logistisch vor allem, unfassbare ne? Opportunity, Ja. aber es ist auch eine wahnsinnige logistische, und ja, wie soll ich sagen, auch, also wirtschaftlich sehe ich es nicht als Nacht, ganz im Gegenteil, sehe ich es sogar als Riesenvorteil, weil es einfach ein riesiger Markt ist, also Europa als Markt. Da rede ich gar nicht von Deutschland, sondern richtig von Europa. Also es ist ein riesiger Markt, da ist ein unfassbares Potenzial. Also wirtschaftlich sehe ich es nicht so als Herausforderung. Ich sehe es eher als Herausforderung, das logistisch hinzubekommen, organisatorisch hinzubekommen und natürlich auf den Rücken der Spieler hinzubekommen. Mal als Beispiel, wenn die NFL-Teams nach Deutschland kommen, dann kommen die Freitag an, und bleiben in ihrer Zeitzone. Die passen sich gar nicht an. Die bleiben in ihrer Zeitzone, machen dann auch das Training und die Meetings entsprechend. Und wenn das Spiel vorbei ist, kriegen sie alle ein Lunchbag und ab zum Flughafen und fliegen wieder zurück, damit sie gar nicht in diesen Jetlag geraten, von wegen, okay, ich muss mich jetzt 6 Stunden oder 8 Stunden oder 9 oder 10, 9 Stunden anpassen, und dann wieder zurück anpassen. Keine Chance. Also sie bleiben so in ihrem Rahmen und müssen halt dann mal die Gardinen zumachen, wenn dann Schlafenszeit ist. Also das ist halt auch so eine Herausforderung. Natürlich fliegen sie in Amerika auch von Ost nach West, und da sind auch 3 Stunden Unterschied, aber 6, 7, 8, 9 Stunden, das ist schon echt ein Unterschied. Und da muss man halt wirklich überlegen, wenn dann Teams auch länger hier bleiben, weil sie dann gegen alle Division-Teams spielen würden. Das könnte man machen, aber es muss schon sagen, das wäre schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und als letzten Satz dazu, glaube ich, müsste man dann auch in die Infrastruktur auch noch investieren, da es natürlich dann auch Überschneidungen gibt mit dem Football und dem Fußball. Und insofern, ne, da ist UK mit dem Tottenham Stadium natürlich ganz weit voraus. Aber diese Art von Lösungen brauchst du dann natürlich auch in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, wo auch immer. Also dieses Gerücht geistert halt so seit geraumer Zeit auch in Österreich herum und ist ein bisschen auch so eine Vision, die manche Leute ja haben. Und Tolle Vision, also ja. ich Ich finde, hoffe, dass wir wie es du erleben sagst, dürfen. wenn Ja. der Godell ja das auch irgendwie lebt und auch entsprechend auch repräsentiert, wenn er jetzt noch in München war zum Beispiel, dann ist das eine coole Geschichte. Bleiben wir ein bisschen noch beim Profifußball und wechseln wir nach Europa zu dieser durchaus gelungenen dritten Saison von der ELF. Wobei das durchaus gelungen, nehme ich jetzt wieder zurück und sage, wir wissen, das ist gut gelaufen voriges Jahr, da sind also nur die Türken ausgestiegen, in dem Fall die Istanbul Rams. Aber heuer hat es aber doch noch zwei Mannschaften, eine teilweise erwischt, die andere zumindest einmal bis Ende des
der Saison und vor allem der Commissioner, der gesagt, er würde das also schon begrüßen, würden die Kings wieder zurückkommen im Ja, nächsten genau. Jahr. Ist ja auch Gründungsmitglied, ne? Darf man nicht vergessen, genau. Und jetzt frage ich mich halt aus deiner Sicht, was denn gescheit, und das ist meine Annahme, dass man die Liga so schnell erweitert. Also hätte man nicht vielleicht ein Jahr oder zwei warten sollen mit dem Umfang, der voriges Jahr da war, also mit Season 2? Oder war es klug zu erweitern und nimmt diese, sagen wir mal, ich sage es mal jetzt vorsichtig, diese Bauernopfer in Kauf? Ja, ich glaube, der Businessplan stand schon sehr früh. Also die Idee, okay, wir nehmen jetzt noch mal 6 Teams oder 4 Teams oder 8 Teams dazu, ist ja keine spontane Entscheidung, sondern es ergibt eine relativ klare Roadmap und die gab es auch schon vor 3 Jahren. Wir wollen in 2 oder 3 oder 4 Jahren an der und der Stelle sein. Und das sind ambitionierte Ziele, aber die ELF hat viele Dinge gemacht, die sehr ambitioniert sind und hat sie umgesetzt bekommen. Aber es ist natürlich auch für, sage ich mal, ein neues Franchise, ist ja in dem Sinne kein Verein, sondern der Franchises, also Unternehmen, schon eine ziemliche Herausforderung, so etwas auch im ersten Jahr natürlich wirtschaftlich umzusetzen. Also wenn wir jetzt mal Istanbul als Beispiel nehmen, die sind dann wirklich sehr weit weg, und wenn du jetzt sagst, okay, alleine die Reisekosten, die da auf dich zukommen, sind hoch. Ja, kann man alles kalkulieren, kann man alles budgetieren und einplanen, aber ich kenne es halt auch nicht anders im Football aus über 3 Jahrzehnten. Oft sagst du, okay, wir haben jetzt keine Ahnung, unsere 60, 70, vielleicht 75% unseres Budgets zusammen. Wenn wir erstmal anfangen, kommen noch weitere Supporter und vielleicht auch Sponsoren dazu. Wir müssen aber erstmal spielen, weil momentan sagen nur, wir wollen spielen, aber momentan haben wir noch nicht gespielt. Also es ist oft so, dass man sagt, okay, wir steigen ein, wir haben einen soliden Plan, wir haben auch schon größtenteils alles Wirtschaftliche geklärt, aber eben noch nicht die 100%. Wenn dann aber bestimmte Dinge nicht eintreten oder auch Kosten den Rahmen sprengen, unerwartete Kosten auftauchen, auch das kenne ich zur Genüge, das ist kein ELF-Problem, sondern das ist allgemein in dem Sport auch immer wieder, kommt es immer wieder vor, dass Vereine sich zum Teil auch übernehmen oder halt einfach aufgrund von äußeren Einflüssen. Ein Stadion wird auf einmal teurer oder ist nicht mehr verfügbar, und bestimmte Sachen sind daran gebunden oder ein großer Partner springt ab oder ein Investor springt ab. Da gibt es so viele Faktoren, die einem Verein oder einem Franchise in dem Falle den Boden unter den Füßen wegreißen. Das hat gar nichts mit der Liga an sich zu tun. Das gibt es auch in der Bundesliga, das gibt es auch in anderen europäischen Ländern, in nationalen Ligen, dass Teams einfach das wirtschaftlich nicht schaffen. Wenn du natürlich viele Jahre dabei bist, dann hast du ein viel besseres Gefühl dafür, was steht dir zur Verfügung, was kannst du worin investieren und was brauchst du am Ende des Tages, um die Saison über die Bühne zu bringen. Hier ist es oft noch so ein bisschen, okay, wir wissen ungefähr, was uns erwartet, aber es kann halt auch mal mehr werden oder es kann auch mal was wegbrechen, womit wir fest gerechnet haben. Und dann kommt natürlich auch immer noch dazu, wenn du jetzt nicht gleich im ersten Jahr die Meisterschaft gewinnst, also vielleicht auch irgendwie eine Saison spielst, wo du vielleicht auch nur 2 oder 3 Spiele gewinnst und also der sportliche Erfolg ausbleibt, ist es noch mal schwerer, natürlich ja, Geldgeber zu finden, Sponsoren zu finden und so weiter. Also ich kenne das alles. Du musst immer auf dieser Erfolgswelle schwimmen, und Highlights auch präsentieren, und einfach auch ein gewisses ein stabiles Fundament aufbauen, das ist häufig in einem Jahr gar nicht möglich. Also da brauchst du Strukturen, die sich auch über Jahre entwickeln müssen. Aber von Ligaseite aus kann ich es absolut verstehen, dass sie versuchen, die Liga so schnell wie möglich also quantitativ auf eine Zahl zu bringen, die dann auch in der Außendarstellung die entsprechende Reichweite hat, aber eben auch flächendeckend sich als europäische Liga super präsentieren kann. Also, aber es steht und fällt immer wieder individuell mit den Franchises und die müssen abliefern. Da kann dann die Liga auch nicht sagen, also die wissen, was sie erwartet, und die kriegen natürlich auch die Informationen und das Tolle ist ja auch den Support von bestehenden Franchises, ne, was jetzt den General Manager angeht oder auch die allgemeine Abwicklung, das, was alles gemacht werden muss. Aber trotzdem ist es ein riesengroßer Aufwand, das umzusetzen.
Jetzt frage ich mich natürlich auch noch ein bisschen in die Richtung, ich schaue mir mal die Vikings an. Die sind mir natürlich am nächsten als Wiener, habe ja dort auch gespielt, zumindest vielleicht mein Sohn hat gespielt. Ich habe gegen sie gespielt. das auch noch dazu, das ist schon etwas länger her. Ja, Du kennst ja ja. auch eine Menge von den, ich sage mal, von diesen Hall of Famern, die wir da in Wien auch haben. Und Ja, toller, tolle, tolles, toller Club, tolle Verein, tolle Franchise. Also ich, um jetzt mal kurz reinzugrätschen, habe immer ganz, ganz großen Respekt vor den Vikings gehabt, von Wien gehabt, wenn wir da gewesen sind. Es waren immer knallharte Spiele, die wir auch auf europäischer Ebene da gespielt haben. Natürlich auch mit Nationalmannschaft und Deutschland, Österreich, aber gerade so die Spiele, auch als ich noch in Hamburg gespielt habe, bei den Blue Devils, dann auch gegen Wien, das waren immer unfassbare Matches. Also ich erinnere mich da sehr gern zurück, aber ich erinnere mich auch, dass ich danach immer ziemlich Schmerzen hatte. Also es waren sehr physische Spiele, aber auch sehr gut gecoachte Spieler dabei. Also es waren tolle Spiele, die auf ganz hohem europäischem Niveau durchgeführt worden sind. Und ich erinnere mich gern daran zurück. Immer sehr, sehr schöne Zeit. es ist immer schön, wenn man zumindest auf einer anderen Ebene mit unseren deutschen Nachbarn und mit unseren Freunden so reden kann. Im Fußball geht es ja nicht unbedingt so, weil wir seit Córdoba nicht mehr gegen Deutschland gewonnen haben. Das kennen wir auch, die Geschichte. Aber die Frage wäre eigentlich die gewesen, wenn wir ein bisschen jetzt drüber schauen, die Vikings stehen jetzt, glaube ich, mit 7 oder mit 8:0 da. 8-0, na klar, Ja, 7 oder 8-0. 8:0, dann Ranfire steht noch sehr gut da. Die beiden Ungeschlagenen noch, ja, genau. Ja, also es gibt wie auch immer, Ante Portas sind die Raiders aus Innsbruck und dann, glaube ich, Galaxy ist auch noch ganz gut da. Und Ja. jetzt frage ich mich schon, Stuttgart. weil du von der Leistung angesprochen hast, ja, es gibt also ein paar, die wirklich zu null irgendwo ansiedeln, dann gibt es aber welche, die mit zu null, die haben noch gar kein Spiel gewonnen oder eines oder zwei. Und dann bei den Cologne Centurions zum Beispiel sah es ja nicht so toll aus. Dieses Leistungsgefälle, also das gibt so keine Mittelschicht für mich. Ganz wenige, die im Mittelbereich mal drin sind. Die Intronas, die sind vollkommen abgefallen eigentlich, wo Ungarn natürlich wichtig ist, weil Ungarn gehört genauso zu Österreich. Aber dieses Leistungsgefälle zwischen sehr guten Teams und Teams, die halt gerade eingestiegen sind und nochmal nach oben kommen wollen, wird sich das irgendwann einmal geben? Können die das aufholen? Ja, absolut. Also das Motto ist auch wirklich, also wenn eine Franchise in so eine bestehende Liga, die ja auch noch sehr jung ist, reinkommt, gilt es im ersten Jahr erstmal ankommen, erstmal überhaupt mitzuspielen, auch Spiele zu gewinnen. Und ich meine, selbst auch ein Gründungsmitglied, die Sea Devils stehen momentan auch 4-4. Das wäre so die angesprochene mittlere Schicht, wobei die auch wahnsinnig viel Potenzial nach oben noch haben. Also, wenn ich mir alleine die Defense oder speziell die Defensive Line der Hamburger angucke, das ist schon sehr beeindruckend, was die Jungs da auf den Platz bringen. Aber es muss halt eben das Gesamtpaket passen. Und für viele neue Franchises, musst du überlegen, sind es ja auch neue Teams, die sind sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Und das Team auf dem Feld muss sich ganz klar finden und sportlich da nicht nur mit Importspielern, sondern gerade mit diesen Homegrown, gerade mit den Local Heroes, das sind die entscheidenden Faktoren für so eine Mannschaft. Und da ist Österreich, Wien ein Paradebeispiel mit der Jugendarbeit, mit allem, was dazugehört, wie man genau das so aufbaut und dann mit guten amerikanischen und auch europäischen Imports bestückt und einfach eine super starke Truppe Jahr für Jahr aufstellt. Das ist ja keine Eintagsfliege, das ist ja einfach ein gelerntes und starkes Konzept, was super umgesetzt wird. Und das ist für die neuen Teams aber eben Neuland. Und die müssen genauso auch eben diese Strukturen versuchen, erstmal, die müssen sich auf dem Platz finden, die müssen sich aber auch organisatorisch um den Platz herum finden. Und da gehören auch viele wirklich gute Leute dazu. Und die wachsen leider nicht an den Bäumen. Also die müssen wirklich auch ihr Handwerk lernen und meistens auch auf die harte Tour. Die werden wirklich genau ins kalte Wasser gespielt, so macht. Ja, also ich habe da größten Respekt vor, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und für mich wäre es jetzt, wenn ich jetzt eine Franchise wäre und ich würde sagen, okay, ich möchte Teil der ELF werden, geht es für mich im ersten Jahr darum, erstmal überhaupt mitzuspielen, anzukommen. Wie gesagt, den einen oder anderen auch gern mal ärgern, den einen oder anderen auch gern mal schlagen. Da wird sich keiner beschweren. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, in Jahr 1 jetzt irgendwie in die Playoffs zu kommen. Das ist ja auch
sage ich mal, ein sehr kleiner Kreis an Teams, die dann in die Playoffs kommen mit dem Wildcard Week und dann kommt schon das Halbfinale, das Eigentliche. Also das ist ein Drittel der Teams, so, ne, die Playoffs kommen. Also insofern würde ich mir da gar keinen Stress machen. Es würde einfach nur sagen, okay, wir haben es das erste Jahr gespielt. Wir wissen, unsere Teams aus der Conference kennen wir. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, was wir in Jahr 2 und Jahr 3 tun müssen. Und da ist jetzt die Liga gefragt, um natürlich über die vielen Jahre hinweg mehr und mehr für die Chancengleichheit zu tun. Ja, so wie die NFL es ja auch mit ganz vielen Maßnahmen wie Salary Cap und Draft und hin und her. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ELF einen Draft machen muss. Das ist ein bisschen utopisch vielleicht. Aber es gibt andere Maßnahmen sicherlich, die man machen kann, um eben dafür zu sorgen, dass einige Teams nicht komplett uneinholbar abheben, sondern immer eine gewisse ja, Chancengleichheit gewährt wird. Aber man muss auch dazu sagen, es steht und fällt auch ganz viel mit dem Coaching. Ja, also wenn ich mir angucke, bestes Beispiel ist Stuttgart Surge, die in den letzten beiden Jahren zwei Spiele gewonnen haben, gefühlt, und jetzt mit natürlich auch vielen neuen Spielern, aber eben auch einem neuen Coach mit Jordan Newman und Johannes Brenner, wenn ich beide aus Schwäbisch Hall natürlich auch sehr gut kenne und von der Nationalmannschaft sehr gut kenne. Das sind einfach hervorragende Trainer, die natürlich auch nochmal dann einer Franchise auch im Jahr 3 so einen ganz frischen Wind geben können. Und dann, wenn alles so drumherum steht, einfach auch nochmal sehr intensiv dafür sorgen können, dass so eine Franchise durch die Decke geht. Also ich würde mich freuen, jedes Jahr so ein, zwei Überraschungen zu sehen. Aber ich glaube, dass die etablierten Teams, die jetzt auch nicht nur etabliert durch die ELF etabliert, sondern auch schon durch Strukturen der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, natürlich dadurch echt einen Vorteil haben, weil sie on und off the field unglaublich gut organisiert sind. Und das merkt man besonders bei Wien. Danke nochmal für die. Ich gebe das gerne weiter. Ich hoffe, dass jemand sich das anschaut, weil das sind ja auch, wenn man mal ein bisschen Rosengestreut bekommt, dann kann man die auch gerne annehmen. Ist auch eine Kunst, Ich meine das auch vollkommen etwas ernst. Also das anzunehmen. kommt von Herzen. Ne? Also alles, ich meine das hundertprozentig ernst. Ne? Also ich habe da Vielen größten Dank. Respekt vor und ich weiß, dass wie viel Arbeit das ist. Also du kriegst da auch nichts geschenkt und du musst wahnsinnig viel tun. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und dann gibt es ne, den Bruder Deutschland, der halt auch ne, unglaublich viel macht und du machst das halt in deinem Kosmos. Aber der muss funktionieren. Und der funktioniert auch nicht von alleine. Also da muss man viel dafür tun. Und da ich selbst auch viele, viele Jahre so im Vorstand gearbeitet habe und als Trainer gearbeitet habe und als Spieler dabei gewesen bin, ich weiß, was es bedeutet, auf dem Feld und neben dem Feld diese Dinge zu tun. Und ich sehe, dass das Resultat da ist. Und das ist ja das Resultat von harter Arbeit. Das kriegt man nicht geschenkt. Ich komme schon in die Zielgerade. Wir machen dann nach dieser nächsten Frage, würde ich dann gerne zum Ende kommen. Gestern habe ich ein Interview gemacht mit dem Max Sommer. Sagt ihr das was? Das ist der Coach Klar. im österreichischen Nationalteam. Kenne ich Mit noch. dem haben wir also natürlich zurückgeblickt ein bisschen auf das Spiel gegen Italien und jetzt kommt dann noch im Oktober Finnland dazu. Also auch das Nationalteam ist auf einem guten Weg und auch Schön. in einer Erfolgsstraße. Naja, da war gestern was gesagt, dass sich die ELF was überlegen wird müssen, was denn das Herausnehmen der Spieler betrifft, weil die viele Vereine bilden die jungen Spieler aus und die gehen dann einfach, weil es ja auch was Tolles ist, wenn man in einer Profimannschaft spielen kann, gehen dann Klar. auch immer hin. Und da sagt er, was es im Fußball ganz völlig normal ist, dass dann die Vereine auch dafür was bezahlen, wenn sie von irgendwelchen Unterklassevereinen oder von irgendwelchen Amateurmannschaften junge Spieler holen, in dem verkaufen, müssen ja was zahlen. Und das ist genau der Punkt, wo er sagt, da muss man sich was überlegen, weil auf die Dauer sind die Ressourcen, die sind nicht endlos. Das heißt, irgendwann einmal ist das aus und dann müsste man in Wahrheit sagen, so jetzt ist Schluss, es gibt keine Nachwuchsspieler mehr, weil wir nicht mehr die Mittel dazu haben. Das heißt, die ELF sollte zumindest, so sagt er das, sind nicht meine Worte, was dafür lernen, dass sie die jungen Spieler dann auch kriegt, diese Homegrown, die dann mit 19 oder gar mit 20 dann in der Elf irgendwo in einem Team mitspielen können. Also ich kenne Max noch von, ich glaube, wir haben mal Team World zusammen gecoacht. Das war auch eine
wahnsinnige Zeit. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her oder sogar. Und wir waren auch das einzige Team World, was es jemals geschafft hat, Team USA zu schlagen. Das war schon eine tolle, tolle Geschichte damals. Das ist mir nur gerade irgendwie wieder eingefallen. Also wir haben schon Berührungspunkte gehabt im Football. Ja, also ich kann, auf der einen Seite kann ich natürlich Spieler total verstehen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein gewisses Talent und auch eine gewisse Ausbildung halt und bin auch einigermaßen guter Footballspieler, überschätze mich auch nicht, sondern kann auch wirklich was dazu beitragen, dass ich auf die große Bühne möchte, das kann man, glaube ich, keinem vorhalten und auch nicht sagen so, ja, also ich würde das ja nicht machen. Also ich bin sehr loyaler Mensch und bin auch den Blue Devils immer treu geblieben über 17 Jahre, außer einen Ausrutscher zu in die NFL Europe, zu Düsseldorf Rhein Fire. Da habe ich ja noch eine Saison gespielt, bin aber im gleichen Jahr wieder zurück und habe die Saison für die Blue Devils noch zu Ende gespielt. Also bin dann eigentlich immer bei den Blue Devils gewesen. Aber ich kann das ab und wir hatten ja eine große Bühne. Ne? Also wir waren ja in Europa wirklich ganz weit vorne mit dem, was wir da in Hamburg gemacht haben. Aber ich kann das verstehen, dass wenn du einen Sport betreibst, dass du dann auch in gewissem Maße irgendwann die Entscheidung triffst, ich möchte das gerne, ich möchte auch gerne, dass meine Mama mich im Fernsehen sehen kann. Ich möchte auch gerne, dass ne, die Arbeit, die ich reinstecke, dass sie, ja, ich will nicht gerade sagen wertgeschätzt, weil es wäre jetzt ein Schlag ins Gesicht für alle, die das genauso in den Vereinen machen. Das meine ich gar nicht damit. Aber die einfach die Möglichkeit bieten, diese große Bühne in Anspruch zu nehmen. Aber es gibt auch viele, die sagen, nö, brauche ich gar nicht. Ich möchte einfach nur Sport machen und ich möchte meinen Football spielen und ich liebe meinen Verein, in dem ich groß geworden bin und für den spiele ich. Ich spiele super gern in der Bundesliga oder wo auch immer. Da wird ja auch auf sehr hohem Niveau gespielt. Ist auch vollkommen fein, ist auch alles gut. Aber wenn es jetzt, sag ich mal, irgendwas in der Richtung geben sollte, aber da müssen sich andere Leute drüber unterhalten, wäre für mich eigentlich nur das Wichtigste, dass das, was dann irgendwie an Geld, wie auch immer, fließt, auch genau dort ankommt, wo der Spieler ausgebildet worden ist. Also genau in der Jugendabteilung, genau dieses Vereins und eben nicht irgendwie jetzt in dem Verein oder in dem Verband oder sonst irgendwo versackt, sondern es muss dann wirklich auch genau da ankommen, damit da auch weiter gute Arbeit geleistet werden kann. Weil ich kann das absolut nachvollziehen, dass die Frustration in vielen Regionen sehr hoch ist, weil viel, viel Zeit, viel Geld, viel Energie, viel Motivation genutzt wird, um wirklich Spieler im jüngsten Alter von 13, 14, 15 bis 18, 19 Jahren wirklich zu guten Footballspielern zu machen. Da geht wahnsinnig viel Zeit und Energie rein. Und wenn dann der Spieler sagt, alles klar, vielen Dank, ich bin jetzt mal weg, das ist natürlich unglaublich frustrierend, weil du willst natürlich auch dann diese Talente in deinem Verein sehen. Ne? Also, aber ich kann den Spielern, wie gesagt, was ich einleitend gesagt habe, gar keinen wirklichen Vorwurf machen, weil wenn ich Spieler bin, versuche ich natürlich immer irgendwie auf einer Bühne zu spielen, wo ich ne, entsprechend gesehen werde und auch vor vielen Zuschauern spielen kann und eine europäische Competition haben. Das ist der Grund, warum ich damals von Berlin nach Hamburg gegangen bin, weil Axel Gerner damals gesagt hat, wir machen internationale Competition. Wir sind das Notre Dame in Deutschland und spielen nur gegen, wir holen uns alle Champions aus ganz Europa gegen die Spielbälle. So, ich so, ja klar, bin ich dabei, bin ich super, weil ich kann das nachvollziehen, das will ich damit einfach nur sagen. Ne? Aber ich bezweifle, dass die ELF das in der Richtung machen wird. Ich glaube, aber es muss bestimmt irgendwas passieren. Ich finde es ja schon toll, dass der AVD und die ELF, dass die sich an den Tisch setzen, dass sie sich unterhalten, dass sie sich austauschen. Und natürlich wird man auch irgendwann da Wege finden. Aber auch das muss sich alles erstmal entwickeln. Aber immer nur Sport, sich hinzusetzen und sagen, die sind doof, ja, aber ihr seid auch doof, da kommt, bringt ja keinen nach vorne. Also sich an den Tisch zu setzen, die Bereitschaft zu zeigen, sich auszutauschen und auch ganz realistisch zu sagen, okay, das ist möglich und das ist nicht möglich, dann wird man auch gemeinsame Wege finden und super koexistieren können, da bin ich mir ganz sicher. Also ich werde jetzt dem Max natürlich empfehlen, das Interview mit dir, Max, sich anzuschauen, weil das ist so eine wunderbare direkte Antwort auf den letzten Fragenblock gestern. Und ich kann dir ja auch das Link von Maxens Interview schicken und Gerne, kannst dir ja, sehr das gerne. gerne anschauen. Es ist eh am Schluss. Ja, Max, habe das Wort Schluss jetzt verwendet. Wir sind am Schluss. Ich will es nicht zu lange machen. Ich habe immer gesagt, unser Vlog muss also KISS-artig sein, nämlich Keep It Short and Simple. So lang schauen die Leute doch nicht zu. Aber
Ich möchte dir sagen, es war großartig. Ich habe dir wahnsinnig Schön. gerne zugehört. Es war Schön. wirklich eine wunderbare Dreiviertelstunde, fast ein bisschen mehr. Und ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Sehr großartig. gerne, Adi. Ja, sehr, sehr gern. Und ja, ich drücke allen natürlich die Daumen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in den Playoffs auch bei der ELF aussieht. Ich habe so meine Favoriten, die ich aber nicht verraten werde, aber sie kommen nicht aus Deutschland. Aber wir werden mal sehen, was passiert. Ne? Es Aber gibt mein Fire ist auch sehr, sehr tough. Also, ich habe die in Hamburg gesehen. Das ist schon eine krasse Truppe. Also, es wird super. Ich freue mich da extrem drauf. Das wird ich toll. war ja beim ersten Heimspiel von Rheinfire in Düsseldorf und habe mir dort auch ein bisschen die Stimmung gegeben. Also 12.000 Leute da in der Toll, Schauinsland-Arena, ne? ich meine, das Ja. ist schon eine irre Dimension. Und ich bin auch beim Finale dann, wurscht, wer dort spielt, wurscht, ob das jetzt ohne Vikings oder mit Raiders oder sonst was stattfindet. Aber der Obertrigger ist ja der, und das wird ja in Österreich ein bisschen so hinter der vorgehaltenen Hand gesprochen, wäre ja eine European League of Football, eine Austrian League of Football, wenn Raiders gegen Vikings spielen würden. Super. Was ja Ja, ist doch durchaus noch super. möglich ist, ja. Ja, ist doch, ja, klar, ist doch alles super. Also, Aber. da gibt es auch noch ein paar Teams, die würde ich nicht, also ich würde nicht Frankfurt vergessen, ich würde nicht Stuttgart vergessen. Also, wenn die einen guten Tag haben, da kann auch im oberen Drittel jeder jeden schlagen, ja. Und das geht so schnell, das wissen wir alle. Aber wie gesagt, ich bin da unglaublich gespannt drauf, was da passiert. Und drücke natürlich allen die Daumen und bin Football-Pionier, ich bin Football-Fan. Und ich freue mich, wenn ich Football auf hohem Niveau sehen kann, ob das jetzt in der Bundesliga ist, in der ELF ist, auch in der NFL ist. Also ich freue mich einfach, wenn ich diesen Sport sehe oder wenn ich einfach zwei Mädchen sehe, die bei einem NFL-Flag-Football-Turnier in Stuttgart den Ball hin und her werfen. Also das ist das, was mich glücklich macht und da freue ich mich einfach, wenn ich das sehe und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann. Das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, lieber Max. Aber ich habe noch eine Bitte. Ich würde dich gerne nochmal einladen, irgendwann im Herbst. Ich werde dich anrufen, werde dir schreiben und machen wir noch ein zweites Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn du Zeit hättest. Mache ich sehr gerne, Andi. Hat mir viel Vielen Spaß Dank. gemacht. Max, Ja? vielen Dank. Ich verabschiede mich jetzt noch von unseren Zuschauern. Heute Max von Garnier, eine Legende und auch ein wunderbarer Mensch, der in Sachen Football einfach lebt, ja, und der das auch wirklich super gut erzählen kann. Wir sehen ihn im Herbst wieder, haben wir gerade gehört. Und nächste Woche haben wir auch wieder einen Sondergast, allerdings verrate ich noch nicht woher, aber er kommt aus Deutschland wieder und er spielt bei einem ELF-Team. Mehr verrate ich noch nicht, weil ich habe die Nummer noch nicht ganz wichtig. Aber ich sage mal, schaut rein bei CTV in der nächsten Woche am Freitag. Ich danke euch fürs Zuschauen.